Du hast eine Zeichnung koloriert, bist aber damit nicht zufrieden und möchtest nochmal kolorieren. Nun hast du vor dem Kolorieren keine Kopie gemacht. Kein Problem, es geht dank Photopea. Photopea ist ein cooles gratis Online-Tool. Es ist eine vereinfachte Version von Photoshop. Dafür gibst du photopea.com im Internet ein und schon bist du dabei. Falls ein Pop-up-Fenster erscheint, kannst du einfach auf Zustimmen und Fortfahren klicken. Dann öffnen wir unser Dokument, dafür klickst du auf Datei, Öffnen und suchst deine Zeichnung auf deinem Computer. Anschließend klickst du auf Öffnen. Unten rechts findest du kleine Icons. Klicke auf den kleinen Kreis, wo die Hälfte weiß und die andere Hälfte schwarz ist. Danach klicke auf Schwarz-Weiß. Dann kannst du die einzelnen Farbregler anpassen. Wahrscheinlich nach rechts. So, dass nur noch die schwarzen Linien übrig bleiben. Um diese neue Datei zu speichern, klickst du auf Datei, Exportieren als. Dann auf JPEG. Erhöhe die Qualität auf 100% und klicke dann auf Speichern. Du wirst diese Datei in deinem Download-Ordner finden. Im Chrome kannst du sie auch noch hier unten sehen. Einfach auf den Pfeil klicken und dann auf In Ordner anzeigen. Danach kannst du das Bild aufmachen oder an einem anderen Ort speichern. Ich wünsche dir viel Spaß beim neuen Kolorieren.